Ach, die Katze, das ist bestimmt auch schön im Hintergrund. Ach, guck mal, Zustandsverbesserung durch Reinigen 4. Da macht man das noch zweimal, das sind wir bei 70% und das reicht. Jetzt muss ich tatsächlich mal ein bisschen schreien, aber das ist hoffentlich nicht so schlimm, weil der reinigt sein Gewehr total laut. Was macht denn der? So, nochmal. Damit sind wir jetzt bei 70% und ich denke, das ist in Ordnung. Und wir brauchen dafür nicht das da, sondern tatsächlich den hier. Metallbehälter. Da kann das wieder rein und wir gehen schlafen. 10 Stunden Dunkelheit, das heißt, wir schlafen 10 Stunden. 375 Kilokalorien, wir haben aber noch 2133 auf dem Buckel. Da können wir noch ein bisschen pennen, das ist überhaupt kein Problem. Geht ohne Probleme. Jawohl, ja, es ist immer noch dunkel. Aber ich glaube, oh, wir müssen dringend was trinken und wir müssen was essen. Und ich höre schon wieder, wie das Wetter draußen ist. Traumhaft. Das jagen wir uns gerade mal rein. So, 0,22 Kilo. Komm weg damit. Ist nicht viel, aber ist so ein schönes Steak, sagen wir mal. Oh nein, ich höre es doch draußen. Ich höre es doch. Ich gehe mal schnell noch eine Stunde. Damit es hell wird einfach. Oder schon ein bisschen heller ist. Alter, ich will nicht rausgehen. Oh, ich krieg sogar Gänsehaut. Ist das ekelhaft einfach. Haben wir alles mit, was wir brauchen? Halt hier. Entschuldigung. Holz, Medikamente, ein Beil, Brandbeschleuniger, ein Brecheisen, unsere Klamotten, die könnte man. Ich habe schon wieder keinen Stoff mit. Die könnte man mal ein bisschen reparieren. Haben wir hier irgendwo Stoff? Ich glaube, ich habe hier Stoff reingepackt. Nein. Kein Stoff. Dann hier. Stoff? Da, 10-mal. Okay, packen wir mal rein. Alles. Zurück. Tut mir leid, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Reparieren. Los geht's. %, das ist in Ordnung. Ich nehme den Stoff mal mit. Ah, wir können wieder schön laufen. Okay. Scheiße, lass wenigstens gute Sicht sein. Das ist die beste Sicht, die ich jemals hatte. Leck mich am Arsch, ey. Dreck. Und das im Minus. Alter, Alter, wir werden sofort erfrieren. Das geht nicht. Guck dir an, wie der Wärmebalken runtergeht. Das geht nicht. Wir können nicht. Das. Alter, nee. Gefühlte minus 36 Grad. Das geht nicht. Das geht nicht. Es tut mir leid. Das geht einfach nicht. Es geht nicht. Wir werden sofort erfrieren. Ich hoffe, es ist. Ich hoffe, nach dem Schlaf ist es jetzt vorbei und ich trinke mal noch einen Schluck kurz. Es klingt tatsächlich etwas besser. Ja, es klingt besser. Wir versuchen es nochmal. Ja, jawohl. Perfekt. Wir können losmarschieren. Nein. Wir können wieder losgehen. Das ist natürlich sehr schön. Wir müssen erstmal zurück zu den Schienen. Das dürfte jetzt nicht mehr allzu lange dauern, weil wir wieder normal laufen können. Wir haben ja wieder. Ja, gut, 4 Kilo können wir mitnehmen ungefähr noch. Eher so 3,5. Wir gehen jetzt da lang zu den Gleisen. Die verlaufen aber gerade. Das heißt, es macht keinen Sinn, da lang zu laufen, weil wir die Gleise nicht finden werden. Okay, wir müssen also hier lang. Wir könnten auch da lang, aber da müssen wir am Bären vorbei. Und, nein.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Waffe ist gar nicht geladen, ne? Die Pistole ist im Moment nicht geladen. Wie lade ich die denn? Ah. Zack. Zack. Jawohl, jetzt haben wir Schuss. Jetzt haben wir auch Schuss drauf. 10 fasst die sogar gleich. Das ist natürlich gut. Das ist gar nicht so schlecht. Aber 20 Schuss sind nicht viel. Das sind, wenn wir alle treffen, 20 Rehe. Und ich hoffe, wir finden irgendwo noch mehr. Denn wenn uns die dann ausgehen, haben wir keine Chance mehr auf Rehfleisch. Was dann unseren Tod so ein bisschen bedeuten würde, wenn wir dann nichts mehr finden oder nichts mehr haben. Oh. Langsam, langsam. Was liegt denn da? Was bist denn du? Ein Stock? Ein Stock. Ein Zweig. Da kriegen wir 2 Stöcke raus. Komm, machen wir mal. Zack, perfekt. 1, 2. Nehmen wir mit. Falls wir unser Lagerfeuer machen müssen. Und ich denke, das müssen wir. Na schön, dann gehen wir mal los. In der Hoffnung, wir finden es jetzt auf den zweiten Anhieb, auf den zweiten Versuch. Auf den zweiten nicht mehr so ganz spontan wie dem ersten Versuch. Und der erste war schon überhaupt nicht spontan, weil der war ja groß und breit angekündigt. Scheiße, okay. Und ich frage mich die ganze Zeit bei der Waffe, fehlt da nicht ein Stück vom Lauf vorne oder muss das bei einer Repartierbüchse so sein? Weil, also ich habe, so vom Aussehen her sieht so aus wie eine Mauser und die habe ich mit längerem Lauf in Erinnerung. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen, da steht ja auch da, Repartierbüchse ist ja was anderes als ein Kampfgewehr. Also als die Mauser Modell 35. Gut, da oben sind die Gleise schon, da ist ein Gleiszug. Was haben wir da für einen fetten Ast? Tannenast. 3 Tannenholz. Komm, machen wir. Wir nehmen uns gleich ein bisschen Holz auf Vorrat mit. Oh, geil. Jawohl, Tannenholz. Ist zwar kein Hartholz, aber brennt wie eins. Ich hoffe, das heißt, dass es lange brennt und gut Wärme gibt. Das wäre ganz formidabel. Formidabel. Was ist für ein Wort? Also, schön wär's. Weißt schon. Formidabel. Ach, es ist schon wieder so neblig. Man hat eine Sichtweite von, ja, lass es 20, 30 Meter sein. Maximal. Das ist ja super. Okay, das Gewehr halte ich jetzt übrigens in der Hand für Notfall. Falls wir um irgendeine Ecke gehen und da ist auf einmal ein Wolf und er reagiert nicht mit Flucht, sondern mit Angriff, dass wir vielleicht nochmal schnell einen Schuss abgeben können und das Vieh hoffentlich auseinanderlegen. Wölfe übrigens hier nicht, also werde ich auf keinen Fall jagen. Also kann man machen fürs Fell und den Darm dann und so. Aber das Problem ist, das Fleisch, wenn man das isst, kriegt man ziemlich schnell eine Lebensmittelvergiftung, weil es ein Fleischfresser ist und die da sind nicht selten irgendwelche Würmer oder was im Fleisch. Und auf eine Lebensmittelvergiftung habe ich überhaupt keinen Bock. Das kann ich echt sagen. Da müssen wir irgendwelche Pillen wieder schlucken oder Antiseptikum oder Antibiotika, ich habe keine Ahnung. Und 10 Stunden schlafen. Und darauf habe ich keine Lust, dafür haben wir gar keine Zeit. Falls es wen interessiert, die Katze schläft jetzt übrigens. Schön. Naja. Ich lasse einfach mal schlafen.
Also da unten beim Rätselsee waren wir. Da geht es nicht weiter nach Süden. Das haben wir ja getestet. Wir sind nur wieder bei dem Fluss gefolgt und am See rausgekommen. Ich finde das Gewehr so geil. Entschuldigung. Also die Repartierbüchse. Finde ich cool. Dass wir die ausgerechnet da gefunden haben, damit habe ich echt nicht gerechnet. Das wusste ich nicht. Aber wir haben es gefunden. Was ich geil finde. Wir haben das Ding gefunden. Tja. Und ich dachte erst noch, hey, guck mal, da liegt Holz. Ach nein, das ist ein ausgebranntes Lagerfeuer. Oh, guck mal, was da an der Wand lehnt. Ach, schön. Ja, diese Erinnerungen. Was war denn das? Also nicht im Spiel, sondern jetzt außer... Was war das denn? Da ist gerade irgendwas irgendwo runtergefallen. Wie gruselig. Gleich kommt hier ein Wolf um die Ecke. Puh, Junge, Junge. Waren wir in dem Ding schon drin, ne? Ich glaube schon, ne? Wir können ja nochmal reingucken. Da nix. Und da... Ach ja, der Rucksack. Ja, dieser super tolle leere Rucksack. Okay, wir haben uns nichts getan. Das ich auch gerade gedacht habe. Oh, ich habe mir nichts getan. Oh, wir sind ein bisschen hungrig. Können wir uns ja was reinpfeifen. Wobei, nein, der frisst das ganze Ding auf und das geht nicht. Das können wir nicht machen, aber was trinken können wir. Der würde das ganze Ding essen und das, macht einfach keinen Sinn. So, wir haben nicht mal mehr 1 Liter Wasser dabei. Das ist ja super. Und ich sag noch, ja, wir haben voll Wasser dabei und alles. Und es geht schon. Ja, toll. Okay, da hinten ist dann der komische Staudamm. Ne, Zweig, den möchte ich jetzt nicht auseinandernehmen. Aber hier den Stock nehmen wir mit. Stock nehmen wir mit. Zweig, ne. Ich frage mich, warum man nicht so einen ganzen Baum einfach fällen kann. Das wäre so lohnenswert an Holz. Wir würden so in Holz schwimmen, einfach so einen Baum umzuschmeißen. Aber naja. Ach nein, hier ist erst die Ladestation. Na gut, der Staudamm ist ja nicht mehr weit. Vielleicht hätten wir hinter der Brücke abbiegen sollen und nicht unten drunter durch. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht hätten wir dahinter durchgemusst. Was da hinten? Ach, das ist ein Baumstumpf, okay. Da liegt jemand. Ach nein, ich weiß, wo wir dann sind. Ja, okay, den hatten wir schon. Da geht der Fluss lang. Okay. Ich wollte nicht so viel rennen und tue es immer noch. Es ist schlimm. Aber ich will halt ein bisschen schneller vorankommen. Gerade weil es jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen... Ja, komm, plus 2 Grad. Das geht sogar. Also gefühlt natürlich, aber das geht sogar. So, okay. Wir müssen vielleicht dahinter runter. Oder da? Nee, da kommen wir wieder zum Fluss. Alter. Das sieht voll aus wie ein Wolf einfach. Oh. Also es sah gerade so aus jedenfalls. Alter. Spiel. Okay, über diese sehr schöne Eisenbahnbrücke. Wo übrigens kein Schnee drauf liegt. Ich weiß nicht warum. Da ist der Staudamm. Da kann man übrigens auch rein, aber wie gesagt, ich möchte eigentlich ehrlich gesagt nicht. Da unten ist irgendetwas an den Bäumen. Sieht man das? Ja, es sind Pilze. Da sind Pilze an den Bäumen. Mal schauen. Aber wenn wir da runter gehen, da kommen wir doch auch... Nur zum Fluss, oder? Da hinten sind Bäume. Ich dachte, da ist eine Tür. Und da liegt wieder eine Leiche.
Die gucken wir uns mal an und wir könnten noch mal da in die Richtung gucken. Schau mal, das ist eine zusammengefallene Hütte. Das ist eine zusammengefallene Hütte. Ja, na klar. Das war mal eine Hütte hier. Ist hier hinten vielleicht was? Nein, schade. Hier gehen wir mal vorsichtig wieder raus. Hier ist sogar noch die Esse. Das war mal eine Hütte. Hier gab es vielleicht so einen Schneerutsch oder was. Ach. Ach, sag bloß. Ach. Alles klar. Nehmen wir alles mit. Los geht's. Ach, wie krass. Da liegt einfach hier eine Rehleiche rum. Schön. Das können wir gebrauchen. Und wir haben ein bisschen Hunger, sehe ich. Ich möchte da nicht. Wir gehen da später mal rein irgendwann. Wir haben Hunger. Oh, nur noch 40%. Das müssen wir schnell machen. Okay. Gut. Hunger dürfen wir jetzt keinen mehr haben. Ja, gut, ein bisschen. Wir müssen das machen. Wir brauchen also ein Feuer. Wir müssen ein Feuer machen. Kann ich das dann nirgends platzieren? Ah, okay. Dahin. Zünderbündel, Altholz, Stock. Stock geht besser. Brandbeschleuniger können wir benutzen. Los geht's. Mach an. Jawohl. Altholz rein. Wir machen uns das Reh frisch. Man könnte es noch ein bisschen Wasser einschmelzen, je nachdem, was die Zeit noch sagt. Ich möchte nicht nochmal was nachschmeißen, tatsächlich. Okay, 50 Minuten haben wir noch ungefähr. Ja, da können wir noch ein bisschen was machen. Wir machen mal 1 Liter. Das müsste gehen, ne? Ja, das klappt. Okay, den kochen wir jetzt noch ab. Blub, 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 blub. So, das hätten wir. Und 15 Minuten, das lohnt sich, glaube ich, nicht mehr, noch irgendwas zu machen. Wir probieren mal 1/2 Liter noch. Ja, der funktioniert, aber abgekocht kriegt man nicht mehr. Nee, kriegen wir nicht mehr abgekocht. Den kriegen wir nicht mehr abgekocht. Wir können es versuchen. Nee. Doch. Geil. Ah, Glut ist noch ein bisschen was. Wir lassen es aber ausgehen. Wir lassen es ausgehen. Da hinten ist ein Hirsch. Wir lassen es ausgehen. Wir ziehen weiter. Wir haben jetzt wieder was zu essen. Aufgewärmt haben wir uns auch. Ja, das geht. Ich hätte gedacht, dass wir hier hinten lang müssen, aber da kommen wir auch nur da runter zum Fluss. Ach, guck, unser Herr Wolf hat gerade was gerissen. Wir gehen mal hier lang gucken. Wir schauen mal, was hier so ist. Hier hinten sind auf jeden Fall noch Gleise. Hier hinten scheint es irgendwo hin zu Rätselsee verlassen. Wir machen das mal. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hinkommen. Rabenfall-Zuglinie, Schlucht. Interessant. Wir haben einen neuen Ort entdeckt. Und es ist diese. Und hier. Und wir folgen der Eisenbahnlinie. Wie geil ist das denn bitte? Rabenfall-Zuglinie. Und da hier unten geht ein Fluss lang. Und irgendwas sagt mir, dass hier. Wie
Wie krass ist das bitte? Ein Wasserfall. Ja, Alter, sieht das geil aus. Entschuldigung. Aber wir ziehen weiter, wir folgen weiter der Zuglinie. Und ich weiß nicht warum, aber ich gehe mal lieber ein bisschen neben den Gleisen. Ich habe ein ungutes Gefühl, ich weiß nicht. Hier fließt aber noch Wasser. Ich verstehe gar nicht warum. Ich verstehe es nicht. Ich meine, der Fluss ist doch komplett zugefroren eigentlich, oder? Oder ist vielleicht nur die... Oder läuft unten vielleicht noch Wasser lang?